Herzlich willkommen hier zum Hotelflagge hier im Driften. Jetzt unsere Mission fährt fort auf Feld Nummer 10 und sehen Gerste aus. Dazu stellen wir mal ganz kurz ein. Den ersten Fahrer. Klassen. Ersten Lichtblock nicht. Sondern im Prinzip hier fortsetzen. Voila. Das klappt schon mal. Ist gut. Ich habe mir heute die neue Crossplay-Version installiert. Gut, da kommen wir später rum. Wenn der zweite Fahrer ausfährt. Wäre ganz gut, den gleich erwischen würden. Nicht ganz am Schluss. Sieht das aus. Da haben wir ihn. So, da hatte ich aber einen anderen Kursbrecher gehabt. Aber wie gesagt, das ist ja egal. Müsste ich jetzt. Oh. Nee, erst mal gucken. So, nächst passenden Wegpunkt. Ja, sonst würde der nächste Fall wieder vorne an. Was passt ihm jetzt nicht? Man muss verzweifeln hier. Bei dem großen ganz gut Probleme mit der Wand arbeiten. Allerdings ja, warum weiß ich nicht. So. Rechts. Er muss ja nicht direkt da vorne anfangen, aber da hinten muss er neben Strich fahren hier, den Kurs. Alles andere wäre egal. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also hat man mit der Vision vom Kurs gar nichts zu tun. Rechts deaktiviert, alles okay. Ist auch okay. Hier kann man nichts machen. Aktiviert. Ja, gut. Einmal, ne? Deaktivieren. Oder immer einen Kurs mal laden. Ja. Mal das probieren. So, Feld 10 Aussaat. Und rechts. Und einfahren. Ne, will nicht. Wenn man hier ran, wo er anfangen will, dann wäre es ganz gut, wenn er da oben anfangen würde. Und wenn er schon Gedenkungen nicht. Ah. Ne?
Danke, muss gehen, nützt auch nichts, dann kriegst du hier eine Meise, Fahrerei. Dann fange ich hier oben an und lasse den anderen noch die Runde fahren. So, denke, geht. Ich weiß nicht, warum der unbedingt im Feld rein anfangen will. Also, keine Ahnung. Ja, wie geschaffen hierfür. Letzte Streifen. Ja. Das Mitarbeiter gleich hier. Ich will ja nicht düngen, ne? Das ist das Problem. Der Düngen können wir nicht bezahlt, ne? Also nicht nach was jetzt gegangen wird, ne? Das weiß ich gar nicht, ne? So, na, liegt ein Bewegpunkt. Neuer Versuch. Lass mich nach oben fangen, ne? Los. Das ist lecker. Tja, sag mal so, das gute Rad teuer. Hab's jetzt erkannt. Na, macht nichts, der soll nochmal arbeiten. Auch wenn er ein Feld rein beginnt. Aber gut. So. Den wollten wir zurückfahren. Perfekt. Ach so. Da kann's ja nichts werden, ne? Kann auch. So, wir wollten die Kühe umstellen. Und zwar die Kälber. Ja, auch noch ein paar. So, das sind aber keine Kälber, das sind die Wachsenkühe. 0,0. So. Viele Mu. Und viele Kühe machen viel Mühe. Stark geworden, 3,7. Die Kühe. Fast 4 Jahre alt. Mal sehen, wie lange die da aushalten. So. Das ist ein männliches Bein, das macht nichts. Werden wir eh umtauschen vor Ort. Noch etliche. Das ist voll. Es wird noch Platz da vorne. Aus neuen Heimat.
Jetzt haben die Ahnung, wie länger hell, können wir länger arbeiten. Solange wir Arbeit haben, ne? Feld 10 möchte ich ganz gerne vorher abschließen, bevor wir zum Bett gehen. Hier im Spiel. Die eigenen Felder sind ja gedüngt. Das Feld 12 muss normal gemacht werden. Zum dritten Mal. Die anderen sind fertig, bis auf 42 und 47. Die, da geht erst, wenn da Wachstum durch ist. Also wahrscheinlich morgen, also hingehen morgen. Schauen wir mal. Das ist ja auch drin, das machen wir gleich nachher. Erstmal Tiere leer machen. Ob ich da Raps auch gesehen habe? Wäre möglich. Ich habe jetzt den Mod aufgenommen: Sackgutrechnung und Felder pachten. Weil ich überlege mir, dass ich da mal bei Gelegenheit mal ein Feld pachten. Weiblich. Und den Bullen hier rauskriegen. Mein jungen Jahren ist es eh egal, aber nur rein prophylaktisch, dass ich später beim Verkauf den erwische. Nicht, dass mir später entfleucht und als weibliches Tier durchgeht und ich mich wundere, wieso keine Milch kommt. Muss er erst bestätigen. Dann bleibt er doch voll. So. Und noch mehr. Das ist alles Nachwuchs. Bei den eigenen Hühn. Beton bei, immer bei, dass ich praktisch die weiblichen Tiere zum gewissen Maß an behalten werde und den Rest als Schlachtvieh betrachte. Hier wäre es in dem Falle normalerweise nur Verkauf an Händler und bei anders geht ja aktuell nicht. Und wenn ich später so viele weibliche Tiere haben werde, dann werde ich auch sagen, okay, wir müssen da mal ja, auch die dann verkaufen. Ne? Geht ja nicht anders. Wenn der Stahlbahn voll ist, ist er voll. Das hätte mir gedacht, aufgefüllt werden. Gut, dann fahren wir noch zurück. Brauchen wir ja nur Saatgut. Ich will immer Saatgut vom Lager holen. Da müssen wir das andere nehmen. Unseren Fendt, der hinten steht. Mit dem Anneburger Überladewagen. Da ist ein viel drin, nur 7000, da kommen wir nicht weit. Da muss ich immer sehen. Unseren Lager mal auffüllen. Oh, das eine herkommt, ist mir ganz schön. Mit ausgeklappten Gemäßstreuer ist das meistens in den meisten Fällen nicht möglich. Auch nicht mit Bäumen im Weg stehen oder so. So, noch mal reinhauen noch. Okay, das ist 18.000 glaube ich. Und dann kann man so Feld 10. Und der autonome Fahrer.
Durst. Noch nicht alles geschafft im Haushalt, aber teilweise. Den Rest mache ich dann morgen. Jetzt mal so heute Abend. Ist doch gar nicht, wir kommen nie rum. Ja, Frühling ist halt die Aussaat dran und ja, viel Düngen, ne? Unkraut hat noch keins gesehen. Traktor so laut. Der Fan ist so laut. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Den heutigen Montag. Jetzt noch für nackte Zeit schauen. Dafür auch noch einen schönen Rest der Woche. Ja, mach was draus, ne? Tschüss.